Mähroboter. Für manche noch immer rätselhafte Maschinen, umgeben von fixen Ideen und fantastischen Gerüchten. Hier die 6 meistverbreiteten Mythen. Mythos Nummer 6. Komplizierte Installation. Quatsch. Alle Gardena Mähroboter sind im Handumdrehen installiert. Dank verständlicher Anleitung und YouTube-Tutorial. Das hat Gardena schon bei mehreren hunderttausend Kunden bewiesen. Und bei der Programmierung hilft der Setup-Assistent. Einfach Rasengröße und gewünschte Mähtage eingeben, schon steht der Zeitplan. Mythos Nummer 5. Mähroboter sind Stromfresser. Viele Menschen glauben, dass ein Mähroboter Unmengen an Strom frisst. Dabei verbraucht er im Monat kaum mehr als eine Kaffeemaschine. Außerdem können Sie mit dem Gardena Smart System Ihren Mähroboter bequem über die Gardena Smart App steuern. Dann heißt es für Sie nur noch zurücklehnen, den Kaffee und die Ruhe genießen. Denn er ist der leiseste in seinem Segment. Mythos Nummer 4. Mähroboter können nicht auf schwierigem Gelände. Voll daneben. Ob hoch oder tief, steil oder eng. Ein Gardena-Mähroboter findet praktisch immer seinen Weg. Auch in komplexen Gärten. Schließlich fließt in jeden Gardena-Mähroboter das Ergebnis von über 20 Jahren Robotikerfahrung. Mythos Nummer 3. Bei Regen ist Ende im Gelände. Was ein echter Gardena-Mähroboter ist, der macht auch bei Regen nicht Halt. Im Gegenteil, er ist so konstruiert, dass er anders als viele andere auch bei Verschmutzung durch klebendes Gras und feuchter Erde munter weitermähen kann. Und das absolut effizient und zuverlässig. Deswegen benötigt er auch keinen Regensensor. Zur Reinigung einfach den Gartenschlauch nehmen und ihn abspritzen. Das gibt es in dieser Klasse nur von Gardena. Mythos Nummer 2. Die können nur mähen. Von wegen. Gardena-Mähroboter ersparen nicht nur das mühsame Mähen, sondern auch noch den viel anstrengenderen und zeitaufwendigen Abtransport des Mähguts. Stattdessen wird das Gras als Mulch über dem Rasen verteilt und fördert so ein gesundes Wachstum. Und jetzt gut festhalten. Wir kommen zum größten Mythos der Mähroboter-Geschichte. Mythos Nummer 1. Begrenzungskabel müssen vergraben werden. Ach was, einfach oberflächlich befestigen und dann Gras über die Sache wachsen lassen. Gardena Mähroboter. Tu, was du liebst.